Komm. Oh mein Gott! Ich kann gar nicht wirklich. Musste ich jetzt hier überhaupt lang? Hätte ich da noch irgendwas erkunden können? Also wenn wir sterben, sterben wir halt einfach, ne? Das lässt sich dann eben auch nicht mehr verhindern. Deswegen, wir haben jetzt einfach mal keine Angst. Ja? Keine Angst. Ich höre auf, so schreckhaft zu sein. Niemals. Das wird nicht funktionieren. Alter, diese Geräusche sind schon echt derbe, eklig. Schon klar. Da ist doch gar keiner. Oh, ist das wunderbar. Natürlich. Wir gehen jetzt einfach hoch, tun so, als hätten wir nichts gesehen, dass da ein Schatten geworfen wird durch eine Lampe, wo überhaupt gar kein Mensch steht. Das ist logisch, vollkommen normal. Das macht man so. Aber ich meine, es kann auch nicht sein. Bitte, ich möchte echt nicht verfolgt werden. Oh, wir haben noch einen neuen Film gefunden. Oh, vielleicht schaffen wir es ja alle zu finden, aber ich habe mit Sicherheit schon was verpasst. Geh hoch da. Das ist echt ziemlich gruselig, wenn ich ehrlich bin. Geh zu. Ansonsten weiß ich, will ich das nicht so... Aha, okay. So sah das mal aus. Oh, ich habe hier die Fenster auf. Jetzt zieht es gerade voll lang. Und ich denke so, warum kriege ich so einen kalten Schauer? Solange wie ich es immer noch begründen kann, habe ich auch nicht so viel Angst. Ist euch das rein zufällig auch mal passiert? Ihr macht eine Tür auf und ihr seht das Essen einfach in einer Tour rumfliegen? Vollkommen normal. Oder? Absolut, vollkommen normal. Wir drehen absolut nicht ab. Absolut, absolut nicht. Und das ist genau der gleiche Raum nochmal. Und das ist vollkommen normal. Das muss so sein. Das ist gewünscht. Ach so, jetzt kommen wir wieder klar, ja? Geh einfach zu. Zu. Nein, zu. Hackebeil. Ich finde, wir sollten Hackebeil mitnehmen und das einfach werfen. Was vielleicht den Geist nur noch mehr verärgert. Leute. Ich muss hier schließlich irgendwas machen können, ne? Ach so, fängt's wieder von vorn an. Ja. Oh Gott. F you. Bah. Wunderbar. Das ganze verdorbene Essen. In Ordnung. Ich habe mich überhaupt nicht erschrocken. Ja? Ich habe halt ab und an mal solche Zuckungen. Völlig normal. Völlig normal. Da hängt noch was im Gitter. Das ist okay. Ich habe das schon mitbekommen. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. Captain Baines, the food. It's gone. Hm? Ich bin echt gespannt, was es mit den Kiddies noch auf sich hat. Und ich weiß nicht, wo dieser Schatten herkommt. Ach, das ist sogar der. Hm, ja. Ja, das vergessen wir, die Frage. War offensichtlich, wo es herkommt. Cool. Wunderbar. Oh. Ich mag doch solche Hetzjagden immer gar nicht. Oh, ich dachte erst, er steht jetzt da rum und wackelt wieder vor sich hin. Zu. Natürlich, die ist auf. Ganz klar.
Ich möchte nicht das haben, was wir das letzte Mal hatten, wo wir so ewig viel weglaufen mussten und blöde Schiebetüren aufmachen mussten. Das fand ich irgendwie sehr doof. Weil das hat mich unter Druck gesetzt, aber ich... Das sieht doch schon wieder voll danach aus. Laufe ich ihm in die Arme? Schneller! Was passiert jetzt? Machen bitte. Ausharren? Warten? Oh mein Gott. Mein Herz. Boah, seit wann ist denn Layers of Fear? Also ich meine, der erste Teil war schon gruselig, ne? Aber der war noch nicht so. So. Oh Scheiße. Wirklich. Der war echt gut. Also haben wir immer so einen kleinen Safe Room, ja? Also. Safe Room. Hallo? Lässt du uns jetzt am Leben? Bitte? Da ist voll gekrissel. Muss ich da rein? Was ist, wenn ich hier... Oh Gott, nein. Dann gehe ich hier rein, in das Gekrisselte. Oh, da haben wir dann wieder eine Tür. Hör auf. Ich mag das nicht. Hab ich das schon erwähnt? Ich mag das echt gar nicht. Da will man doch nicht durch. Ah, natürlich. Gut. Regeln wir gleich. Hey, Mr. Böser Mann. Bitte fassen Sie mich nicht an. Aber ich habe dort Schlüssel. Aber ich habe den Schlüssel doch aufgenommen, oder nicht? Kommt schon, ich habe den Schlüssel aufgenommen. Ey, lass mich vorbei. Ahahaha. Oh Gott. Nein. Ich weiß nicht, was passiert. Was passiert hier? Nee. Nein, nichts, was uns holen kommt. Das ist schon mal, also noch nicht. Wohlgemerkt, noch nicht. Obwohl das hier deutet schon wieder, ups, auf alles hin. Bitte nicht. Oh. Das ist unser Raum. Kommt der Text nochmal? Oh, verdammt. Was zur Hölle? Man kann hier in die Räume spannern, oder was? Das heißt, wir wurden ausspioniert in einer Tour? Oh, Gott sei Dank. Save Point. Okay. Wenn wir... Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Du warst vorher noch nicht da. Oh, eine Leiche. Da muss was hin. Oh.
müssen jetzt also was suchen, ja? Dein Herz? Okay, wir suchen dein Herz. Wir sind auf der Suche nach deinem Herz. Ah, bitte kill mich nicht. Tschüss. Warum hörst du jetzt auf? Haben wir hier irgendwas? Nein? Ach, komm schon. Oh. Vom leitenden Sicherheitsbeauftragten an alle Betroffenen. Mir wurde berichtet, dass einige Nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind. In diesem Zusammenhang bleibt mir keine andere Wahl, als erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ab heute werden die Lebensmittel einzelnen Crewmitgliedern zugeteilt und die Lagerung der Vorräte zu jeder Zeit bewacht. Das heißt, es ist aufgefallen, dass sie verschwunden sind. Also, dass die Kiddies, die hier als blinde Passagiere dabei waren, mitgegessen haben, fiel dann doch sehr schnell auf. Oh. Ah, okay, dafür brauchen wir einen Pin. Ja. Oh, da ist eine Tür auf. Komm schon. Nein. Einfach nein. Hier ist Weisheit. 694, würde ich sagen. Ja, 694. Wunderbar, wir haben jetzt unseren Schatten. Wir brauchen 6, 6, 9, 4. Ich weiß noch nicht, ob wir in das andere erstmal hätten reingehen sollen, bevor wir hier weitermachen. Oh, Bild. Thou knowest is common. All that lives must die, passing through nature to eternity. Hamlet oder Hamlet. Okay, wenn das jetzt nur dafür nötig war, um hier so eine Art kleines Secret zu kriegen, bin ich damit vollends zufrieden mit. Also geht's weiter, ab in den Horror, da wo das Bollern herkommt. Wie creepy ist das denn bitte? Okay. Ich rede jetzt. Also, ich bin jetzt einfach mal so. Okay, er tut mir erstmal noch nichts. Vielleicht gleich. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Kleine Nebensache. Wenn wir da jetzt rausgehen, bitte, 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 dieses scheiß Kind soll mich nicht anspringen. La, la, la. La. Oh, ist das gruselig. Alles klar. Weißt du, dass du da gerade über einem Eingang, also so ähnlich wie Narnia, nur dass da hinter der Tür kein Narnia ist, sondern dass da Gottverdammt nochmal The Ring auf uns wartet. Alles klar, tschö. Alter. Never. Ich weiß nicht, warum man sich das freiwillig aussucht. Weil es Spaß macht und weil es keinen Spaß macht. Oh, Alter, das ist doch... Ja. Ja. Natürlich wollen wir runter. Oh mein Gott. Ganz klar, ja, wir wollen runter. Oh, oh. Ja. Komm hoch, 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 hoch. Ich weiß noch nicht, was sie mit uns anstellen. Was ist hier?
Da ist was. Da komme ich noch nicht hin. Hä? Cool. Schön, wunderbar. Also da komme ich rüber. Da fehlt dann wahrscheinlich aber noch was. Okay. Hier komme ich nicht hoch. Tust du mir was? Komm schon. Tust du mir was? Nein. Die tun mir dann vermutlich alle nichts. Das ist eigentlich ein Tresor. Dann können wir ja nur hier rein. Erstmal. Macht keinen Blödsinn. Ja, gleich. Da können wir nicht rein. Mhm, ich wollte nur wissen, was da drin so abgeht. Hallo. Hallo. Hier hängen so Sachen. Unterleibe, wollte ich nur mal so sagen. Wer braucht die schon? Ich meine, hey, wer möchte nicht so unter leergesaugten, toten Füßen langlaufen? Oder sind das Anzüge? Scheinen sonst auch Anzüge gewesen, obwohl eigentlich so nett stelle ich mir das nicht vor. Okay. Ah, verstehe. Nur, was hat das jetzt bewirkt? Verstehe. Der bewegt das Innere. Das könnte zumindest... Okay. Wunderbar. Bis auf die Mittelsachen passt es ja eigentlich, ne? Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mal die Mitte drehen. Das war nicht die Mitte. Nein. Ist ja nicht richtig. war die Mitte hier? Nein. Jetzt habe ich die Mitte. Yay! Ich weiß noch nicht, was ich getan habe. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal wieder zurück. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas scheinen wir ja ausgelöst zu haben. Oh. One suffers for another. Another takes their place. The machine goes on. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt interessant. Null. Ey, also bitte setzt mich nicht unter Druck. Neun ist die Null? Verstehe ich das richtig? Oh nein, ich muss einmal komplett rum. Nein, das war falsch. Oh mein Gott, der nächste, der drauf geht. Entschuldigung. Ich verstehe nicht. Null? Wie soll ich denn die Null machen? Wir haben nur 1 bis 10.
Doch, das war richtig. Okay. Oh. Zwölf. 14. 38. 17, 38. 22. 22. Wie soll das funktionieren? Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Ist das richtig, was ich tue? Moment. 33, 38. Verstehe. Also ich habe es falsch gemacht, wollte ich nur sagen. Wir haben jetzt 12 von 38. Wenn ich jetzt 8 mache, haben wir 20. Das heißt, ich würde jetzt erstmal 10 machen, dann sind wir bei 28. 2 und 8. Ich denke mal, wenn das jetzt, oh Gott, mitspielt hier. 22. Dann machen wir jetzt die... Oh, ich kann nicht... Moment. Habe ich mich jetzt so arg vertan? Lass uns die 8 machen. Vielleicht macht meine Maus ja mit, dass er das flüssiger dreht. 30. So, dann können wir jetzt noch 6 und 2 machen. Also, oder 2. Und 6. Was habe ich getan? Warum war da so ein Schrei? 24 von 70. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt ein bisschen rum. Also ich würde jetzt die 10 nehmen. Sind wir bei, ich hoffe, dann 34. Ja. Mit 6 sind wir dann bei 40. Ich glaube, ich fange mit den hohen an. Mit 9 und mit 8. Und mit den kleinen kann ich dann vielleicht nochmal nachbessern. ...42... ...51... So, 51. Wenn wir die 6 dazu packen, sind wir bei 57. Die 3... Wir könnten noch 5... 1 und... Ja, ich glaube, ich hab's. 1... 4. Muss mal ein bisschen weiter weg dafür. 5. So. Jetzt haben wir noch 9, die wir brauchen. 6 und 3. Woo! Okay. Das geht ja soweit ganz flüssig. Habe ich jetzt? 3 Runden fertig. Oh Gott. Tod wird Verfall. Okay.